Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Deutsche BFMP 2020 Multiplayer. Zusammen mit dem Moorbaum und mit dem Fireblade. Hallo. Hey ho. Hi hi. So, Aufteilung wird wie folgt sein. BF2 nehme ich. Ich nehme einfach mal noch die FF4. Pol 1 nehme ich. Ich die RD2. Ehrlich, FF3, FF4, so. Das, was ich immer habe. SEG. Bei dir wird's auch mal Zeit, dass du wieder einen Umschwung machst, ne? Hier mal ein bisschen andere Sachen nimmst. Das wird's ja, nicht irgendwie warum? Langweilig immer dasselbe. Nö, ja, ich liebe die FF3. Dass eine andere Konstellation mal wieder entsteht. Ja. Entschuldigung. So, Fireblade, dir ist noch die Pol 2. Genau, ich habe ihr die BF1 genommen, nachdem es sich keiner gemeldet hat. Ja, ja, war klar, dass sie dir ist. Ja. Pol 2. So, RD nehme ich gar nichts, ne? Fireblade doch, ist nicht. Pol RD1 sollte ich sogar nehmen. Oder? RD1 habe ich schon genommen. Genau, no, das ist was für die BF1. Fireblade, willst du noch die FF6 haben, oder? Ich glaube, ich habe genug zu tun mit der BF1. Gut, dann ist jetzt mir. So, nehmen wir das da. Gibt's noch irgendwas? Ich glaube nicht. Die Debug-Leitstelle dann demnach auch mir. Nein. Nein. Dem Host gehört die. Dem Host gehört. Es gibt auch keine weitere für jemanden. Wir wollen performance-technisch das ausprobieren, nicht ausprobieren, sondern wissen aus Erfahrung, dass Performance dadurch besser ist. Jo. Ja, unterwegs. Ja, meine tollen Zuschauer, wir haben schon 58 Abonnenten. Vielleicht sind es jetzt auch mehr, weil es kommen noch ein paar andere Videos raus, die vor diesem Video kommen. Kann ja sein, dass es da schon auf die 60 zugegangen ist. Ich will mich auf jeden Fall schon mal an euch bedanken, dass ihr so fleißig mich unterstützt und mich auch abonniert und auch die Videos richtig gut unterstützt. Was ich mir von euch noch ein bisschen wünschen würde, wäre, dass ihr mir mehr Kommentare gebt, wie ich zum Beispiel was verbessern könnte oder was ihr zum Beispiel für eine Modifikation mal wieder sehen wollt, denn ich habe da ein bisschen was auf Lager. Ja, und wie gesagt, lasst einfach jetzt ein Abo da und einen Daumen, aktiviert die Glocke, weil bald wird eine andere Modifikation erscheinen, aber erstmal testweise, sage ich mal. Wann genau, kann ich euch nicht sagen. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, sie wird kommen. Ja. Erscheinen reicht. Haha. Hier, darf ich Simon oder Fireblade sagen? Wie soll ich denn jetzt sagen? Fireblade. Ja gut, dann aktivieren wir hier ein paar Fahrzeuge hier. Das Aldi-Streif und so. Ah. Wollen wir mal. Willst du hier irgendwie noch den weiteren KTW haben? Oder LNA? Ja, LNA. LNA auf der RD1 macht Sinn. Und KTW? Den hat Fireblade. Ich weiß. Richtig. Ah, du kannst mir den KDOW der 6 noch alarmieren, dann kann ich mir die eigentlich schon nicht rufen. Sehr egal, wer das macht von euch beiden. KTW. Ja, kann nie schaden, holen einfach auf die Karte. Wenn man brauchen. Ja, du bist derjenige, der die Verantwortung hat über den KTW. Ich nicht. Ja, ich weiß. Ich weiß, wer die BF2, die Pol 2 genommen hat. Ja, okay, gut, dann. Aber der Fireblade checkt das anscheinend nicht so ganz. Immer eins nach dem anderen. So, jetzt gucken wir mal nach Aldi Streif. Hm.
Und falls ihr mich noch nicht hier auf Instagram abonniert habt, tut das auch, denn da lade ich dann meistens Fotos hoch von der sogenannten Geheimmodifikation, also die Mannheim-Modifikation. Und da seht ihr dann auch, wie weit wir sind und auf welchem Stand wir sind im Moment. Das mache ich. So, all die Streife rollt. Und was ist mit den anderen Polizeifahrzeugen? Ich hab nur die Pol 2, oder? Du hast oben auch noch Polizei. So. Da hast du noch zwei... Ah, stimmt, ja. Falls ihr nicht wisst, wo ihr mich im Instagram sucht oder nicht wisst, wie ich heiße, schaut einfach in die Videobeschreibung, da seht ihr auf jeden Fall. Könnt ihr einfach draufklicken und dann werdet ihr damit verbunden. Ja? Ganz einfach für euch gemacht. Jo, ist ganz schön ruhig, ne? Sie. Auch mal okay. Durchgeführt. Ich habe übrigens rausgefunden, wie du die Drehleiter und das TLF von der BF2 am besten rauskriegst. Beide alarmieren und dann einfach das TLF vorne eine Parkposition vor das Tor machen. Dann fährt das, fortet sich das quasi dahin und die Drehleiter fährt selber raus. Was gibt's? Ich weiß. Ja, okay, dann. Unterwegs. So. Ja? Ihr seid so still, Leute. Kannst denn jetzt erzählen? Dann schauen wir doch mal. Okay. Treffen sich zwei Piloten. 180 Tote. Autsch. Ja, Sarkasmus, nicht Sarkasmus, schwarzer Humor. Schwarzer als schwarz. Mhm. Schwarz ist ja an sich keine Farbe, wisst ihr das? Das ist eine Dunkelheit. Oh, da kann direkt der Dreier-KTW hinrollen. Yes. Mhm. Oh, es gibt auch mal ruhige Runden. Genau. Machst du einen Einsatzboost? Ja, daran habe ich auch gedacht. Voll normal, ey. Voll die Seuche. Voll nix los, Junge. Oh, es fängt, glaube ich, mal ruhig wieder an und dann geht's wieder richtig ab. Ja, oft. Kannst bei dem KTW auch Blaulicht anmachen, ne? Theoretisch. Wieso ist ein Krankentransport? Sehe ich keine Indikation. Na gut. Mhm. Da ist nichts, ne? Keine Aldi-Streife, nix. Doch, da steht ein Motorrad im Aldi. Das Motorrad habe ich extra hingeschickt, aber der blockiert mal wieder alles hier. Eigentlich sollte der... Ja. Da rennt er an der FF3 rum hier, du, der kleine Schlingel. Hm. Natürlich, die Aldi-Streife hat gerade den Räuber vorhin verhaftet. Ja, das weiß ich. Wenn du willst, kann ich dir auch immer einen Transport schicken, ne? Wir können zusammenarbeiten, das ist gar kein Problem da. Voll gut. Ja, kannst du mir einen Transport schicken, ich verhafte den mal. Mhm. Kommt. Hol, lass den die Waffe zücken und dann auf ihn zielen.
dann ergibt es sich und dann ist das ein bisschen einfacher. Voll gut, hey. Komm, du wolltest es nämlich gerade sagen, oder? Was? Mega geil. Manches muss man sich einfach. So, Transport ist da. KTW ist mal da. Ach, die haben einen Wohnanhänger. Ach, wie süß. Schön, dass er in der Landschaft rumguckt. Die Kribo hat er mir geschickt. Die Kribo. So, Brudi, muss los, keine Zeit. Digga, gar keine Zeit für, gar keine Zeit. Es ist einfach so langweilig. Ja, Mann. Ja, wenn ich jetzt noch einen Satzboost raushau, dann ist, dann ist Hottentotten. Ja, deswegen mal langsam machen. Da, 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 da. Ich sehe gerade, was für eine dumme Vorstellung ich gerade hatte. Als wollen wir es essen, ist die Frage. Ja, ich hatte gerade gesehen, dass es regnet. Und dann fällt mir gerade so ein, so, dass es doch eine Folge von den Simpsons gibt, wo ganz viele Homers runterfliegen. Und die alle so machen, tau, 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 tau. So dumm einfach. Weißt du, was Sandra dazu sagt? Ja. Mega geil. Ja, richtig. Richtig, richtig. Der Mafia-Boss, den hat's wieder umgehauen. Damn. Down, Kasten, down, ne? Down, down. Hör auf mit so Spielereien, wie oft noch? Zugriff. Nein. So. Was gibt's? Ist in Arbeit. Was gibt's? Bin unterwegs. Aber wir werden es auf jeden Fall noch scripttechnisch ändern, dass es nicht so viel RD-lastig ist. Ja. Das ist schon ziemlich nervig. Ah ja, macht ihr mal, ne? Ja. Was gibt's? Ich sehe gerade, hier ist noch ein Krankentransport zusätzlich offen. Ja, du bist Krankentransport. Miss Malamir. Ja, auf dem Weg. Bin unterwegs. Ist in Arbeit. Also in der Mannheim-Modifikation, da habe ich auf jeden Fall dafür gesorgt, dass wir eine Gas-Ex wirklich im Kino haben. Wie soll das gehen? wie soll das gehen? Gas-Ex im Kino. Höre,
wird ausgeführt. Das kann nicht gut ausgehen. Nö. Was für ein Zufall, Alter. Das kann gerade eins hat der mit 2 da vorbeigerollt. Na gut, dann. Aber wir wollen ja auch mal wieder Herausforderungen, oder? So richtig. Das stimmt. Ich meine, das mit dem Schwimmbad ist ein bisschen übertrieben. Too much. Sorry dafür. Es geht. Es geht, ja. Es hält tatsächlich wirklich noch in Grenzen. Es sind halt einfach nur super viele Verletzte und halt viele Verletzte, die halt weit, weit weg sind, die du halt erst gar nicht wahrnimmst. Ja, das ist richtig. Im Kino zum Beispiel. Nee, nicht im Kino, im Hotel. Im Hotel sind halt viele drin oder auch 2, 3 drin, die du halt gar nicht mitkriegst. Ja. Also die du erst im Nachhinein siehst, oh Moment, das sind welche im Hotel. Ja, ja. Das ist halt echt so, ja. Boah, ich hasse das, ne? Der 1-1er von der Rettungswache 1 ist schon wieder ein Desi. Na. Ja, dann habe ich auf jeden Fall die Unfälle ein paar verstellt, Dings weggemacht in der Karte jetzt von der Mannheim-Modifikation und hab ein paar gelassen, damit du dich noch ein bisschen orientieren kannst. Ich? Ja, du. Cool. So, das war's für die Aldi-Streife. Und ja, ich schick dir Transport. Ja. Gute Sache. Kommt schon wieder da runter gerannt. Schleicht schon wieder am Dekon P vorbei hier, der Typ. Ha! Ich packe ihn ins Zelt, warte. Ich fürchte, ich bin schneller. Ich muss da mal wegschauen, sonst werde ich sauer. Ja. So. Eigentlich muss ich denen ja Arbeit geben, ne? Damit sie nicht so viel Scheiße bauen. Merkst du was? Jetzt überlegt er, welchen Knopf drücke ich? Nee, gar keinen. Ich habe einen Spur, BMA. Den mega geil Knopf. So, Transport ist da. So, Second hat hingeswitcht. So. Und los geht's. Ach, jetzt kommt wieder dieses elend laute Gewitter. Wir kommen. Ja, also ich hab das nicht mehr. Ich hab Gewitter. Und der Regen ist super laut. Ist bei mir nicht so. Fireblade, hast du auch Regen? Nein. Ja, Regen schon, aber kein Gewitter oder sowas. Also ich hab Gewitter und Regen und die sind mit Hass laut. Soll ich mal vielleicht irgendwie doch was mal reinmachen? Wie zum Beispiel Sturm? Würde passen. Oha. Ach nee. Oder auch nicht. Schick mal den. Ja, schick mal Bauhof was. Ja, hier, 6er nee. GWL. Hatte, hab ich nicht. Ja, aber ich. Ah, jetzt hat's bei mir geblitzt. Ja, schickst du oder ich, Fireblade? Ich habe jetzt schon die 2 HLFs rausgejagt. Nein, 6er GWL. Na, mach du. Blitzeinschlag. Jetzt macht er Stress hier. das Gebäude brennt, by the way. So, by the way, schick mal die BF2 raus. 3er TLF kommt auch dahin. Du schick deine HLFs von der 2 auch, von der 1 auch dahin. Ich mach die Ölschau erstmal mit der 3, soweit ich kann. Jawohl. Verstanden. So, GWL kommt. Dann machen wir mal Zugalarm. Ich hätte gerne, dass die Straßen da gesperrt werden. Jawohl. So. Gucken.
Sprachbremse. Also gut. Ach, leck mich doch. Das hat nur zweimal Öl drauf. Ja. Das ist 3 HLF1. Das kann sein. Boah, fick die Hände, Alter. Geht es hier gleich ab. Park bist da weg, du. So, jetzt pass auf. So, wer macht Personenrettung? Ich mach Brand mit der 4. Und ich auch ein bisschen Brand. Aber ich kann auch Personenrettung mit dem 2. Mach mal Personenrettung. HLF 2 macht Personenrettung. Ja, alles klar. GBA bitte noch zur Einsatzstelle. Höre. GBA wird gleich alarmiert, Sekunde. Was gibt's? Kannst du die Drehleiter so. Und so ein Stück zur Seite fahren vielleicht? Was gibt's? Ich nehme erstmal den GBA jetzt. Eins nochmal. So, zack. Und hoch. Und schwupps. Alarmiert. Die Drehleiter wird auch noch ein bisschen versetzt. Oh, vergessen fahren. Ja, geil. Hey, da ist überhaupt kein Mensch drinne, ne? Wo? Aber nebendran ist jemand drinne. Ja, evakuier das mal schnell. Schon unterwegs. So, jetzt halt. Du meinst jetzt da, wo die ganzen Dinger stehen, ist niemand? Nein, da ist kein Mensch drinne. Okay, dann wollen wir mal einmal Axt. Auf dem Weg. So, ich hol mal einen Rettungsbus. Auch was. Wo hab ich denn jetzt hier einen Hydranten? Junge. Ja, ist in Arbeit. Schon unterwegs. Los geht's, ja? Soll ich auch noch mit reinkommen oder das linke ausprobieren? Du kümmerst dich um Feuer. Ja? So. Der Deutsche, der Bus steht da gleich ein bisschen ungünstig. Gibt's hier überhaupt einen Hydranten? Ja. Ach, da hinten, jetzt wird. Schon unterwegs. Ja, okay, wo soll ich denn dann hinstellen? Ein Stück die Straße, ja, so passt. Ich will hier in diese, da will ich mit meinem 3er TLF hin. Ja, bin unterwegs. Was gibt's? Wird gemacht. Was gibt's? Ist in Arbeit. So. Was gibt, bin unterwegs. Ja? Attacke, Kanake. Ich speise dich mit meinem TLF, mach einfach den Schlauch ab. Das passt Roger. Schon. Nein, du bist so weit weg. Ja? Ja, bin okay. Unterwegs. Dann würde ich sagen, wir nehmen, speisen mal dein TLF. Ich habe mein TLF mit einmal schon gespeist okay. Und jetzt komme ich zu deinem HLF. Ich würde nur gerne Doppelleitung dann zu meinem TLF legen. Komm da nicht durch. Kann jemand kurz... Was gibt's? Sekunde. Nee, alles gut. Höre. So, Gebäude ist komplett evakuiert. GWA steht übrigens auch da, ne? Ja. Feuer ist hat nach hinten verzogen. Wurde der GWL mittlerweile alarmiert? Ja, der steht schon da. Hä, wo denn? Hier. Ah, hier. Was gibt's? Nicht gesehen. Alles gut. Was gibt's? So, ich unterstütze euch mal bei der Brandbekämpfung. Wenn du vielleicht von der Straße unterhalb beim Schrottplatz raus reingehen willst. Was für ein Schrottplatz? Sportplatz. Achso. Ja, da will ich auch hin. Okay, gut. Ich kann schon logisch denken. Okay. Der packt's mal dahin.
Feierabend. Oh, dieses Drecksauto. Verstanden. So. Was gibt's? Zack, zack. Bin unterwegs. Wird gemacht. Schon unterwegs. So, entschuldigt mich kurz. So, in der nächsten Folge geht's weiter. Also, bis demnächst. Ciao.